Heute bin ich in einem Uerdinger Schienenbus auf der Krebsbach-Talbahn unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Ja, im letzten Video bin ich ja mit einem MAN-Schienenbus hier in Neckarbischofsheim Nord angekommen. Das war der Zubringer hier zur Krebsbachtalbahn. Und hier geht es jetzt eben auf der Krebsbachtalbahn mit einem Uerdinger Schienenbus weiter. Und da merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Der Uerdinger Schienenbus ist wesentlich lauter, wirkt also auch im Innenraum deutlich mehr wie ein Oldtimer. Aber genau das macht ja auch das Besondere dieser Strecke aus. Ihr habt es aber hier gesehen, also man hat zum Beispiel schon eine automatische Türsteuerung. Also ganz unmodern ist er auch nicht. Die Strecke, die ich hier befahre, ist die Krebsbachtalbahn von Neckarbischofsheim Nord über Neckarbischofsheim Stadt bis nach Hüffenhardt. Und ich fahre jetzt auch auf der gesamten Strecke mit und dann gleich mit demselben Zug wieder zurück nach Neckarbischofsheim Nord. Das alles in diesem Video. Die Strecke ist wirklich eine richtig schöne, klassische, kleine, alte Nebenbahn. Ganz gemütlich. Ihr seht das auch, nur kleine Bahnhöfe, und die wird auch nur noch von den Uerdinger Schienenbussen befahren. Das Ganze in einem, ich nenne es mal, Semi-Museumsbetrieb. Denn, das ist das Besondere, es sind zwar alte Fahrzeuge und sie fahren auch nicht täglich, aber sie fahren doch einem relativ regelmäßigen Fahrplan. Nämlich Sonn- und Feiertags, aber auch Mittwochs gibt es regelmäßig Fahrten, und die werden auch als Regionalbahn im DB-Navigator angezeigt. Und es gelten auch die Nahverkehrstickets, also man muss kein extra Museumsbahnticket kaufen, sondern zum Beispiel das Baden-Württemberg-Ticket ist gültig hier in diesem Zug. Das ist die Besonderheit, das unterscheidet sie auch von anderen Museumsbahnen in Baden-Württemberg. Die Strecke verläuft jetzt hier von Neckarbischofsheim Nord erstmal ein gutes Stück in Richtung Osten. Hier an diesem Punkt in der Nähe von Obergimpern bin ich nur etwa 1,5 Kilometer von der Bahnstrecke von Bad Friedrichshain nach Sinsheim entfernt. Ich bin hier etwa 1,5 Kilometer von dem S-Bahnhalt Babstadt entfernt und etwa 2, 2,5 Kilometer, alles Luftlinie natürlich, von Bad Rappenau. Also ich bin jetzt hier sehr nah an der Bahnstrecke, aber es gibt keine Verbindung zwischen diesen Bahnstrecken. Also man muss, wenn man zum Beispiel mit der Bahn von Babstadt nach Obergimpern fahren möchte für die 1,5 Kilometer, dann muss man erst über Sinsheim bis nach Meckesheim, dort umsteigen bis nach Neckarbischofsheim Nord und dort nochmal umsteigen auf die Krebsbachtalbahn. Hier haben wir jetzt dann auch den Endbahnhof in Hüffenhardt erreicht und wie gesagt, gleich mit demselben Zug geht es für mich wieder zurück. Zum Einsatz kommen übrigens 2 Uerdinger Schienenbusse. Es gibt noch 3 weitere, die hier unterwegs sein können. In meinem Fall waren aber eben 2 im Einsatz. Und jetzt geht es natürlich logischerweise dieselbe Strecke zurück. Hier sind wir jetzt wieder an der Stelle, wo wir nur noch 1,5 Kilometer von der S-Bahn-Strecke entfernt sind, diese aber nicht erreichen, sondern jetzt quasi parallel zu ihr in Richtung Westen fahren. Kommen dann jetzt wieder als einzige wirklich größere Ortschaft nach Neckarbischofsheim. Und von dort aus ist es dann nur noch mal eine scharfe Kurve bis nach Neckarbischofsheim Nord. Dort endet die Krebsbachtalbahn.
Ich bin dort wieder auf den MAN Schienenbus umgestiegen, das habt ihr schon im letzten Video gesehen. Und damit war es das dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und wie immer freue ich mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder.